Moin ihr Leute, heute zeigen wir euch, wie wir richtig geile Burger machen. Wir starten mit Rinderhackfleisch, welches wir mit Mehl und Gewürzen vermischen. Das formen wir dann zu Klumpen und dann zu Burger Patties. Das könnt ihr entweder mit Hand machen oder mit diesen Formdingern, die man dann mit Öl beschmiert. Dann schneiden wir die Zutaten klein. Wie man das macht, müssen wir nicht unbedingt zeigen. Wir verwenden Tomaten, Zwiebeln, Salat und Spitzpaprika, die wir vorher noch kurz angrillen. Dann können wir schon mal den Grill anschmeißen. Bei unpassendem Wetter geht das natürlich auch in der Pfanne. Am besten legt man da noch so ein geeignetes Gitter drauf, damit das Fleisch nicht ins Feuer fällt. Als Soße machen wir uns so eine Art Knoblauchmayonnaise. Dazu gebt ihr einfach Senf, Essig und Milch in ein Gefäß und gebt während dem Mixen Öl hinzu, solange bis ihr die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Dabei wird das Ganze immer fester, je mehr Öl man dazu gibt. Dann könnt ihr auch noch etwas Knoblauch dazu mixen und abschmecken nach eurem Geschmack. Als Ketchup-Ersatz machen wir noch eine einfache Tomatensauce mit Essig und viel Zucker. Wenn das Feuer soweit ist, legen wir die wunderschönen Patties drauf. Dazu können wir auch noch den Bacon kurz angrillen. Wenn ihr dann das Gefühl habt, dass die von der Farbe ergutzen, könnt ihr sie einmal wenden. Wenn ihr dabei Stichflammen aufsteigen seht, solltet ihr das Ganze kurz runternehmen, denn das ist nicht unbedingt gesundheitsförderlich, da dabei das Fett verbrennt. Scheiße. Die Paprika könnt ihr auch noch kurz angrillen, das haben wir aber natürlich vergessen zu filmen. Dann könnt ihr den Burger nach Herzenslust belegen. Ja, das war's schon, ihr Leute. Guten Ciao.